die Windenergienutzung durch Drachen. So ein paar Schätzwerte, ein paar Größenordnungen, was geht, was nicht geht. Vor allen Dingen eine Wiederholung von Auftrieb und Strömungswiderstand bei Werten, vielleicht auch von der Gleitzahl, sehen wir gleich. Mit Drachen meine ich wirklich das, was Sie aus den Kindertagen kennen, den hier, den Drachen. Damit Leistung, elektrische Leistung zu erzeugen mit einem Drachen. Kleiner Hinweis zur deutschen Sprache. Drachen mit N. Der Drache ohne N, das ist der Feuerspeit. Der Drachen mit N, das ist das Spielzeug. Oder auch nicht so sehr Spielzeug, wie man gleich sieht. Ich sollte erstmal sagen, was ist überhaupt ein Drachen insofern? Ein Drachen ist, anschaulich gesprochen, eine Tragfläche an einer Leine. Kein feuerspeiendes Ungetüm, das wäre der Drache, sondern eben ein Drachen. Eine Tragfläche an einer Leine. Es gibt diverse Arten, wie man damit, oder diverse Ideen, sollte ich sagen, wie man damit Energie gewinnen kann. Ich möchte mich gleich auf eine fokussieren. Aber erstmal den großen Rahmen nochmal. Energiegewinnung durch Drachen, das wäre ein Beispiel für ein Flugwindkraftwerk. Interessantes deutsches Wort, ein Flugwindkraftwerk. Scheint jetzt nicht so alltäglich zu sein, vielleicht noch nicht so alltäglich. Mal gucken, was draus wird. Es ist nicht völlig unmöglich, sehen Sie gleich. Vielleicht sogar plausibel, vielleicht sogar hilfreich. Aber auf jeden Fall nichts, was man jetzt im Laden kaufen kann. Englischer Begriff wäre Airborne Wind Energy System. Es gibt vor allem eine Konferenz schon seit einigen Jahren genau dazu. Also das ist nichts völlig Esoterisches, sondern da beschäftigen sich durchaus schon ein paar Leute damit. Auch seit längerer Zeit, wenn Sie gleich erfahren. Auch schon seit Jahrzehnten. Erstmal naiv, was man mit einem Drachen machen könnte. Sie möchten mit einem Drachen Energie gewinnen. Was fällt Ihnen ein? Wie könnten Sie das tun? So, also, erste Idee. Wir stehen am Boden, so, das sind wir. Wir stehen am Boden, hier ist der Drachen. Der Drachen zieht mit einer Kraft und wir spulen einfach ab. Der Drachen liegt eine Strecke zurück, er zieht mit einer Kraft. Und hier müssten wir jetzt einen Generator hinbauen. Also nicht die Handkurbel, sondern einen Generator. Das Problem ist, Sie müssen den Drachen wieder zurückholen. Sie können den ja jetzt nicht 3 Stunden lang immer weiter wegfliegen lassen. Sie müssen den Drachen zurückholen. Es muss 2 Phasen geben, damit ich den Drachen auch wieder zurückholen kann. Das ist ein bisschen nervig. Und ja, das Zweite. Der Vorschlag kam auch ganz schnell von Ihnen. Der zweite Gedanke ist, Sie lassen den Drachen kreisen. Da ist unser Drachen und der kreist. Aber so würden Sie natürlich noch keinerlei Energie abführen können. Der Kreis. Es bewegt sich ja hier nichts. Die Kraft haben Sie, aber Sie haben keine Strecke. Energie, Arbeit ist Kraft mal Weg. Wo ist Ihr Weg? Hier oben haben Sie einen Weg, vielleicht auch eine Kraft, aber den kriegen Sie nicht zum Boden. Die Chance, die Sie haben, ist, ja, wir kriegen diesen Weg und diese Kraft zum Boden, indem wir hier eine kleine Windturbine dran bauen, sozusagen einen Propeller dran bauen an unseren Drachen, der dann kein Propeller ist, Repeller, muss ich gleich nochmal sagen. Er sieht wie ein Propeller aus, aber funktioniert rückwärts. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Drachen und darauf montiert eine Windturbine und dann leiten Sie Ihren Strom, den Sie da oben erzeugen, ins Netz. Das heißt, Ihr Seil ist nicht nur ein Seil, sondern tatsächlich ein Kabel hin und ein Kabel zurück. Müsste man sich auch noch überlegen, würde nicht ein Kabel in eine Richtung reichen mit Hochfrequenz an das Thema, aber man wird ein Kabel normalerweise hin und zurück dann haben. In dem Seil wäre die zweite Lösung, die irgendwie mehr Sinn ergibt. Und die ist dann nicht naiv. Ich hätte das dazu schreiben sollen. Das hier ist die naive Lösung. Wir lassen den Drachen wegtreiben. Das hier ist eine tatsächliche Lösung. Real schreibe ich mal dazu, das wird probiert, man lässt den Drachen kreisen oder in Achten fliegen und hat dann einen Generator auf dem Drachen. Das ist eine Möglichkeit und diese Lösung hier mit dem Wegfliegen, die kann man auch raffinierter machen. Manche schwimmen das Männchen hin, natürlich haben wir im wahren Leben da kein Männchen hier. Sie lassen den Drachen Spiralen, ich hoffe, das gelingt mir hier so. Sie lassen den Drachen spiralen und dann müssen Sie ihn irgendwie wieder
zurückholen, wie auch immer sie das schaffen, ist eine andere Möglichkeit. Und dann haben sie doch wieder hier den Generator. Also Sie sehen, das ist ein wesentlicher Unterscheidungspunkt. Bauen Sie Ihren Generator auf den Drachen oder bauen Sie Ihren Generator auf den Boden? Naiv würde man den Generator ja abspulen sozusagen, den Drachen dann irgendwie wieder zurückholen müssen. Raffinierter wäre, den Drachen so spiralen zu lassen, wegspiralen zu lassen und ihn dann wieder zurückholen. Hier haben wir eine ähnliche Bewegung. Was ist ein Vorteil von dieser Art an Bewegung? Dass der Drachen nicht einfach so wegfliegt, sondern dass der Drachen spiralt oder kreisförmig fliegt. Warum sieht das auf Anhieb schon mal sinnvoller aus? Genau, die Geschwindigkeit ist viel höher. Sie fliegen hier wie wild. Sie können jetzt sagen, halt, das wird ja abgespult. Wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Sie viel mehr Auftrieb kriegen. Die Geschwindigkeit ist größer. Damit kriegen Sie viel mehr Auftrieb. Die Kraft wird größer. Die Strecke bleibt dann vielleicht die gleiche, aber die Kraft wird größer. Kraft mal Weg ist nachher das Spannende. Die Kraft wird größer. Durch die höhere Geschwindigkeit, die wir hier kriegen, haben wir eine höhere Kraft. Denken Sie an die klassische Windturbine. Schnelllaufzahl. 7 zum Beispiel. Die Umfangsgeschwindigkeit ist 7-mal größer als die ungestörte Windgeschwindigkeit. Auch da haben Sie das Phänomen, dass dieses Tragflächenprofil sich extrem schnell quer durch die Luft bewegt. Und wir damit einen großen Auftrieb erzeugen. Selbe Gedanke da. Also diese hier unten, die ergeben schon auf Anhieb mehr Sinn. Das nennt sich Crosswind. Man lässt den Drachen quer zum Wind fliegen. Das ist nicht das, was man naiv machen würde. Naiv würden sie einfach den Drachen steigen lassen und dann abspulen. Schon ganz auf Anhieb ist klar, von der Anschauung her, wenn sie den quer zum Wind fliegen lassen, den Drachen, mit hoher Geschwindigkeit dann, viel höherer Geschwindigkeit als der Windgeschwindigkeit, haben sie einen viel höheren Auftrieb, eine größere Kraft, da muss ich was machen lassen. Die Kraft muss noch in Richtung des Wegs zeigen, da muss man auch ein bisschen dran arbeiten. Leider zeigt der Auftrieb zwar hier unten in Richtung des Wegs, aber hier oben, wenn Sie die Kraft, da müssen wir gleich mal rechnen, das ist nicht ganz so einfach. Aber im Prinzip sieht das schon mal besser aus. Wir haben eine größere Kraft, wenn wir quer zum Wind kreisen oder spiralen. So wird man das machen. Und was ich mir angucken wollte jetzt mit Ihnen, ist diese Lösung hier. Man lässt den Drachen kreisen. Am Drachen sitzt sozusagen eine Windturbine samt Generator. Wir haben eine leitende Verbindung durch das Seil. Das Seil ist also nicht einfach nur eine Plastikleine, sondern muss auch irgendeinen Leiter enthalten. Leitendes Plastik wäre eine spannende Idee, aber gut, das führt dann noch zu weit. Und am Boden ist das festgemacht, am Boden sitzt kein Generator. Das Ganze muss natürlich automatisiert werden, das ist eine Herausforderung, diese Regelung hier, nicht einfach nur die Last am Generator einzustellen. Diese Tragfläche hier müssen Sie in Bewegung halten, der soll nicht abstürzen und so weiter. Regelungstechnisch ist das eine Wahnsinnsherausforderung, den muss man irgendwann auch mal starten und wieder landen lassen, vollautomatisch möglichst. Da werden sich Doktorarbeiten dazu geschrieben. Mit diesem System wollte ich mich mit Ihnen ein bisschen befassen, dass man das mal ausrechnet, was kann da passieren, was sind die Kräfte, was ist die Leistung, die da zu holen ist. Ich sollte gerade noch mal sagen, was ich eben schon gesagt habe, das ist jetzt also ein Repeller offiziell, kein Propeller. Einen Propeller, den haben Sie am Flugzeug und den haben Sie am Schiff, die Schiffsschraube, das sind Propeller, die geben Leistung ab. Ein Repeller wird angetrieben, der nimmt Leistung auf. Also was wir an der Windturbine haben, ist kein Propeller, sondern ein Repeller. Der Rotor der Windturbine ist ein Repeller. Hier würde ich jetzt nicht von Windturbine sprechen, das wäre ein bisschen komisch. Repeller sollte da der offizielle Ausdruck dafür sein. Sieht aus wie ein Propeller, wenn Sie es nicht wissen, ein Propeller rückwärts betrieben. Der liefert Energie. Wobei man zum Starten, das ist dann ganz lustig, zum Starten können Sie natürlich hier Generator und Repeller umgekehrt betreiben, dass es Motor und Propeller sind und das erstmal als Flugzeug betreiben, hochfliegen lassen und dann schalten Sie um auf den Repeller-Generatorbetrieb. Wir können uns gerade mal überlegen, was Vor- und Nachteile sind, bevor es ans Rechnen geht. Warum möchte man sowas machen? Und was sind die Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat? Vielleicht sollte ich es nicht Nachteile nennen, vielleicht sollte ich es Schwierigkeiten nennen. Wie dem auch sei. Was fällt Ihnen ein? Was ist daran gut? Was ist daran
schwierig oder schlecht. So, auf jeden Fall, wesentlicher Vorteil ist kein Turm, was billiger ist, was weniger Umweltschäden nach sich zieht. Irgendwo müssen Beton und Stahl ja auch her und produziert werden und vielleicht auch wieder entsorgt werden. Aber was daraus auch resultiert, ein Turm mit 500 Meter Höhe zu bauen, ist nicht allzu lustig. Von den Kosten her, vom Aufwand her, von der Stabilität her nicht. Die Hoffnung ist, dass man viele größere Höhen erreicht. 500 Meter oder wenn es Seil eben schräg liegt, vielleicht auch 1000 Meter Seil, scheint nicht völlig unmöglich zu sein. Bei den bisherigen ist das noch nicht ganz so der Fall, bei den bisherigen Implementationen von dieser Idee. Aber die Hoffnung ist zumindest, dass größere Höhen erreichbar sind. Eine Folge auch daraus, dass ich keinen Turm bis dahin bauen muss. Ich schreibe mal ein Fragezeichen dahinter. Dazu müsste man die Seile, Kabel genauer studieren. Wenn wir größere Höhen haben, dann könnte das einige positive Folgen haben. Wir haben gerade schon gesagt, vielleicht gibt es da weniger Vögel, auf jeden Fall weniger Insekten. Genau, das ist das Wichtige. Höhere Windgeschwindigkeiten, das ist das Wichtigste. Nicht so drastisch höhere, denken Sie an das Potenzgesetz und an das logarithmische Windprofil, aber hier müsste man jetzt das Potenzgesetz haben in den Größenordnungen. Es ist nicht drastisch viel an Windgeschwindigkeit, aber die geht ja in der dritten Potenz ein, die Windgeschwindigkeit. Auch gleichmäßigere Windgeschwindigkeiten. Und vielleicht, da muss ich ein Fragezeichen hintermachen, Repeller werden wahrscheinlich ja nicht ganz leise sein, aber vielleicht, wenn sie dann doch in großer Höhe sind, dass sie weit genug weg sind, als dass sie auch keinen nerven. Weniger Schall, Emissionen mit großem Fragezeichen dahinter. Emissionen wahrscheinlich in derselben Größenordnung wie bisher, aber Emissionen, das was ankommt, vielleicht weniger Fragezeichen, Fragezeichen, müsste man mal nachrechnen. Genau, also es könnte auch hier noch Vorteile geben, was den Schattenwurf angeht. Allein schon durch die Entfernung, wir hatten das ja ausgerechnet, Größe der Sonnenscheibe, der Schatten wird ja verwaschen durch die Entfernung. Schatten bei entsprechender Höhe. Fragezeichen schreibe ich mal dahinter. Ja, Sie kommen schon zu den Nachteilen. Mehr Vorteile wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht, die so ganz schlagend sind. Vorteile, Nachteile. Diese Geräte brauchen ordentlichen Abstand voneinander, damit die sich nicht verheddern, wenn was schief geht. Oder sie müssen echt wirklich grandios gut regeln. Stellen Sie sich vor, Sie haben Systeme von verschiedenen Herstellern. Wie sollte man das jetzt standardisieren, dass sie sich nicht in die Quere kommen? Wie müssen die sich miteinander verabreden? Also so, um einen Windpark auf diese Art zu bauen, da muss man sich schon einiges überlegen. Schreibe ich vielleicht mal dahinter, Windpark mit zwei Fragezeichen auf diese Art. Könnte komplizierter werden. Oh, ja, Blitz, genau. Blitze kamen auf meine Liste weiter unten, Blitzeinschlag. Ich meine, wir haben ja auch schon bei den klassischen Anlagen kräftig Blitzeinschläge. Mit der großen Höhe provoziert man es natürlich und sie haben die schöne leitende Verbindung durch das Seil. Da muss man sicherlich viel Gehirnschmalz reinstecken, um mit Blitzeinschlägen umzugehen. Wir hatten das eben schon gesagt, wir haben da vielleicht keinen Schatten mehr, aber es kann sein, dass Nachbars regelmäßig das Seil dann sehen, über dem Garten schweben. Wie ist das mit der Absturzgefahr? Bei der normalen Windturbine kommt vielleicht mal ein Eisblock oder auch mal ein Dutzend Eisblöcke runter. Seltener kommt der ganze Rotor runter. Bei einem Drachen hätte ich zumindest als Nachbar wirklich Angst, dass ich irgendwann den Drachen auf meiner Hütte habe. Und natürlich für den Luftverkehr, wenn Sie große Höhen haben, eigentlich müsste dieses Seil dann ja wahrscheinlich beleuchtet sein. Auf irgendeine Art, was ist mit Gefahren für den Luftverkehr? Sie brauchen eine raffinierte Technik. Die Steuerung insgesamt ist raffiniert. Wie schaffen Sie das, einen Drachen 360 Tage im Jahr in der Luft zu halten, ohne dass er runterkracht? Und wenn Sie ihn nicht in der Luft halten können, wie schaffen Sie, dass der automatisch landet und wieder startet, ohne kaputt zu gehen? Man sieht es ja inzwischen, dass es gemacht wird, aber es ist schon erstaunlich, dass das überhaupt funktionieren kann. Ein autonomer Drachen, wenn Sie so wollen. Ich hatte mir noch einen aufgeschrieben, die Belastbarkeit des Seils bzw. Kabels. Ich nenne das mal Kabelseils.
wenn da wirklich was an zig Kilowatt oder 100 Kilowatt rauskommen soll, muss dieses Seil extreme Kräfte aushalten. Und gleichzeitig wird es immer hin und her gebogen. Wie lange macht es das mit? Gibt es solche Stoffe überhaupt? Wahrscheinlich Kunststoffe. Aber sie haben ja auch höchstwahrscheinlich was Metallisches drinnen dann für die Stromleitung. Das macht es nicht einfach. Eiswurf, sagen Sie gerade. Ja, spannend. Wahrscheinlich nicht unmöglich. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und Steuerung muss noch ein Mensch dabei stehen. Wir haben in Deutschland ja neuerdings das Gesetz über die Drohnen. Das mit den autonomen Drohnen ist in Deutschland ja ganz schwierig. Insofern muss vielleicht ein Mensch dann unten noch am Boden aufpassen. Dürfen Sie einen Menschen einstellen, der dann 10 von diesen Drachen beaufsichtigt? Oder ist das dann schon wieder verboten? Die Rechtslage ist einfach noch ganz unklar. Also das ist Neuland. Doppelkreuz, Hash, Neuland ist das, was die rechtliche Seite angeht. Also es ist auf keinen Fall einfach. Es ist eine große Herausforderung. Aber wenn man sich vorstellt, dass man mehrere hundert Meter Höhe haben könnte, warum nicht? Dass man sich das mal überlegt. Oder stellen Sie sich das vor, das machen Sie in der Wüste, das machen Sie vielleicht auf offener See. Dass das Containerschiff oder das Kreuzfahrtschiff, dass das auch ein paar Drachen steigen lässt in große Höhe. Und ringsrum weiß man, da ist nichts. Und wenn der Drachen abstürzt, na, dann fliegt er eben ins Wasser. Hat man nur den Schaden, dass der Drachen kaputt ist, weil er versunken ist. Also vielleicht gibt es tatsächlich Einsatzzwecke, wo das relativ problemlos zu machen ist, trotz der Nachteile. Zur Verdrillung des Kabels, wo Sie das gerade sagen, sollte ich das nochmal sagen. Warum fliegt man überhaupt? Achten, wenn Sie Kreise fliegen, wenn Sie Ihr Kabel vor, Ihr Seil, hier ist Ihr Seil, wir gucken einfach entlang vom Seil, so, wir gucken entlang vom Seil, hier ist das Seil vorne, das ist hinten. Wenn Sie Kreise fliegen, wird das Seil immer hübsch rumgedreht und damit verzwirbelt. Wenn Sie Achten fliegen, und hier ist Ihr Seil, dann kriegen Sie hier eine Umdrehung in die eine Richtung und hier winden Sie wieder zurück. Ihr Seil wird im Endeffekt nur einmal hin und einmal her gedreht, verdrillt. Ihr Seil wird nur einmal hin und her gedrillt, bleibt im Mittel so. Wenn Sie Kreise fliegen, wird Ihr Seil die ganze Zeit immer weiter gedrillt. Das funktioniert nicht allzu gut. 1000 Geschichten, die man sich überlegen müsste. Ich wollte jetzt mal vorsichtig ans Schätzen kommen, als Wiederholung von Auftrieb und Strömungswiderstand und Leitzahl. Siehe, ich hatte schon gesagt, das ist alles nicht so wahnsinnig neu. Miles Lloyd mit einem L, das ist ein bisschen komisch, nur ein L bei Lloyd, hatte das schon 1980 publiziert. Das mit dem Crosswind und diverse Rechnungen jetzt von der Art, wie ich sie mit Ihnen auch machen will. Also insofern ist das schon fast 30 Jahre alt, was es da an Gedanken gibt. Mindestens 30 Jahre alt. Und wir schätzen mit ein paar Vereinfachungen. Ich fliege in Kreisen, was, wie Sie jetzt wissen, vielleicht keine gute Idee ist, wegen der Verdrillung. Und noch ein paar weitere Vereinfachungen. Ich nehme an, dass der Wind immer senkrecht zur Flugbahn ist. Das stimmt natürlich nicht. Stellen Sie sich das vor, Sie sind auf dem Boden hier. Da ist Ihr Seil und hier kreist Ihr Drachen. Der Wind kommt natürlich nicht senkrecht zur Flugbahn. Man müsste schon ein sehr langes Seil haben. Das ist dann nervig. Ein sehr langes Seil, was flach liegt, um in die Richtung zu kommen, dass der Wind senkrecht zur Flugbahn ist. Also wir werden einen Verlust haben. Das, was jetzt gleich rauskommt, stimmt nicht. Man muss irgend noch den Winkel einrechnen. Höchstwahrscheinlich, Sie ahnen es, irgendwas mit dem Kosinus von diesem Winkel. Wenn dieser Winkel 0 ist, dann ist der Wind perfekt senkrecht zur Flugbahn. Wenn dieser Winkel hier nicht 0 ist, verlieren wir. Das müsste man noch einrechnen. Das ignoriere ich, dass man auch mal die Größenordnung mitkriegt. Punkt 1. Punkt 2. Ich ignoriere das Gewicht des Drachens. Die Gewichtskraft des Drachens, das ist ja damit gemeint. Also ich gehe davon aus, dass Auftrieb und Strömungswiderstand derart groß sind, dass das Gewicht des Drachens dagegen vernachlässigbar ist. Insbesondere gegenüber dem Auftrieb. Dann kann man das relativ zügig einmal durchrechnen, was da passieren wird. Das ist so eine Art Batches-Gesetz, was da zum Schluss rauskommt. Jetzt aber ein Batches-Gesetz für Drachen, nicht für die klassischen Windturbinen mit horizontaler Achse.
So, das Prinzip ist also, ich habe meinen Drachen, der kreist, der Wind senkrecht zur Flugbahn und das Seil zum Drachen, das jetzt durch die Gegend gezogen wird. Das ist die große Geometrie, die wir hier haben. Und nun kann man sich überlegen, wie die Welt aus Sicht des Drachens aussieht. Diese Position hier vorne nehmen, im Ausschnitt. Was müsste ich jetzt berücksichtigen? Wie können Sie das hier prinzipiell skizzieren? Was sieht der Drachen? Der Drachen, wie gesagt, ist eine Tragfläche am Seil. Wie sieht die Welt aus Sicht des Drachens aus, hier vorne? So, wir spüren hier, wir spüren hier zwei Komponenten von dem Wind. Wir spüren einerseits die echte Windgeschwindigkeit, ich schreibe hier mal dran, der reale Wind, realer Wind, mit einer Geschwindigkeit, wie nenne ich die mal, die nenne ich mal V und ein W. Wir spüren aber auch einen sehr großen, sozusagen Fahrtwind, mangels besseren Begriffs. Ich schreibe hier mal Anführungszeichen Fahrtwind. Aus der Richtung, in der wir hier kreisen. Und weil wir sehr schnell kreisen, einen größeren, in Anführungszeichen, Fahrtwind als einen realen Wind. Den Fahrtwind hier nenne ich mal Vf. Wenn ich hier schreibe realer Wind, ist das eigentlich ein bisschen geflunkert, wenn Sie sich an Betz erinnern. Die Windturbine nimmt ja Windgeschwindigkeit raus. Bei Betz hat man das berücksichtigt, dass ja vielleicht hier die Windgeschwindigkeit nicht die ungestörte Windgeschwindigkeit ist, sondern schon reduziert ist. Das wird hier ignoriert. Wir rechnen mit der Windgeschwindigkeit und tun so, als ob die nicht reduziert wird. Und dann können Sie jetzt einfach diese Geschwindigkeiten addieren und kriegen eine resultierende Windgeschwindigkeit. Das nenne ich mal scheinbaren Wind. Apparent Wind ist das im Englischen. Also wenn Sie mitfliegen da auf dem Drachen, spüren Sie in dieser Situation hier vorne, spüren Sie einen Wind, der etwas von links, aber ganz viel von vorne kommt. Dessen Windgeschwindigkeit nenne ich mal Vs. So, uff. Und jetzt waren Sie eben schon dabei mit Auftrieb und Strömungswiderstand. Das hatte ich ja auch schon angedroht. Aber bevor wir dazu kommen, wie setze ich jetzt die Tragfläche da rein? Mein Drachen ist eine Tragfläche am Seil. Wie setzen Sie jetzt die Tragfläche rein, vom Profil her? Ich will eine Auftriebskraft nach vorne. Nebenbei, Auftriebskraft senkrecht zur Anströmung. Die Auftriebskraft soll nach vorne zeigen. So, sie soll nicht nach hinten zeigen. Ich möchte hier nach oben fliegen. Also nach vorne soll die Auftriebskraft zeigen, damit sie mich antreibt. Also brauche ich eine Tragfläche, die so aussieht und nicht so aussieht. Diese Tragfläche würde in die falsche Richtung gezogen. Ich versuche tatsächlich mal so ein Profil. Ah, und zwar noch leicht angestellt. So. In diese Richtung möchte ich mit meiner Tragfläche. Die so steht, genau parallel zur Anströmungsrichtung. Haben Sie keinen Auftrieb. Sie muss etwas steiler stehen. Ein Anstellwinkel größer 0, damit wir Auftrieb kriegen in die richtige Richtung. Also dieses hier ist so ein bisschen sozusagen so herum. So wird die Tragfläche aussehen müssen. Und ich habe schon gesagt, der Auftrieb ist senkrecht zur Anströmung. Und zwar groß. Und der Strömungswiderstand ist mit der Anströmung. Und zwar klein. Hier ein rechter Winkel. Wir wollen ja eine Tragfläche, die ganz viel Auftrieb erzeugt und möglichst wenig Strömungswiderstand erzeugt. Unsere Repeller erzeugen auch noch Strömungswiderstand. Die müssen wir gleich mit einrechnen. Aber so haben wir das im Prinzip. Hier haben wir die Auftriebskraft und hier haben wir den Strömungswiderstand. Ich müsste hier mal den scheinbaren Wind etwas aus dem Weg räumen. Und jetzt habe ich hier schon was eingezeichnet, ohne es erklärt zu haben. Ich möchte nämlich, dass diese Komponente, die Auf-Ab-Komponente, die soll 0 sein. Diese Kraftkomponente soll 0 sein. Warum? Das habe ich hier schon berücksichtigt. Sie sehen, ich habe nicht die Auftriebskraft länger eingezeichnet. Dann hätte ich nämlich zum Schluss eine Kraft nach vorne noch übrig. Warum sorge ich dafür, dass in der Summe die Kraft in Richtung von dem Seil zeigt und nicht quer zeigt?
meine resultierende Kraft, hier steht die resultierende Kraft, sondern in Richtung vom Seil zeigen und nicht in Richtung der Bahn zeigen. Warum will ich das haben? So, wir wollen uns also den stationären Zustand angucken. Es soll nicht mehr beschleunigt werden. Dieser Drachen soll mit konstanter Geschwindigkeit hier im Kreise fliegen. Und das heißt, sie dürfen keine Kraft in die Richtung oder auch gegen die Richtung der Flugbahn haben. Sie dürfen eine Kraft längs zur Flugbahn haben. Die wird ja vom Seil aufgefangen, wenn die Kraft nicht in die falsche Richtung ist, dass das Seil lasch hängt. Aber eine Kraft in Richtung rauf runter hier jetzt, die wird nicht vom Seil aufgefangen. Die führt zu einer Beschleunigung oder zum Bremsen von unserem Drachen. Also diese Kraftkomponente soll null sein. Ich sollte vielleicht schreiben, diese Kraftkomponente ist null, wenn die Geschwindigkeit konstant ist. Und ich gucke mir natürlich den Fall an, dass die Geschwindigkeit konstant ist. Dann weiß ich also, die resultierende Kraft muss in die Richtung des Seils zeigen. Sie darf keine Komponente quer dazu haben. Und dann können wir gleich einige Sachen damit ausrechnen. Jetzt kommt das Ausrechnen, nämlich Auftrieb und Strömungswiderstand. Jetzt kommen die handelsüblichen Formeln. Wir fangen erstmal mit dem Auftrieb an. Der ist einfacher. Der Betrag, ich schreibe da jetzt keinen Fall drüber, um zu sagen, ich hätte gerne den Betrag der Auftriebskraft. Wie kriegen Sie die Standardformel zustande? Über den Staudruck würde ich das machen, nach Bernoulli. Wir kommen mit einer Strömung an, bremsen die Strömung ab. Welchen Druck haben Sie? Den Staudruck. 1/2 Dichte mal Geschwindigkeit ins Quadrat. Und da geht natürlich hier der Anströmung der Geschwindigkeit. Das ist Ihr Staudruck, das ist ein Druck. Ich will aus dem Druck eine Kraft machen. Ich muss mit einer Fläche multiplizieren. Die Bezugsfläche. Und jetzt fehlt noch was. Ja, der Beiwert fehlt. Also das wäre jetzt unser Bezug. Und da kommt jetzt noch der Beiwert, der Auftriebsbeiwert. Wie viel Prozent sozusagen von dieser Bezugsgröße ist es denn nun wirklich? Wie gut ist meine Tragfläche? Es geht hier nun um Auftrieb. Wie gut ist meine Tragfläche? Wie viel Auftrieb macht sie? Das steckt in diesem CA-Wert drin. Nämlich ein Vielfaches dann von Staudruck mal Fläche. Okay, das war der Auftrieb. Dann können wir gleich den Auftrieb damit und für den Strömungswiderstand wird es jetzt etwas raffinierter. Weiterhin hier Staudruck mal Bezugsfläche. Jetzt ist der Trick, dass man diesen Beiwert zerlegt. Ich sage, das ist der Beiwert von meinem reinen Drachen, der Widerstandsbeiwert von dem reinen Drachen. Ich schreibe das mal dazu. Reiner Drachen, sozusagen der nackte Drachen. Plus der Widerstandsbeiwert von meinem Repeller. Ich schreibe hier mal CW-Wert, Widerstandsbeiwert für Generator. Das hier soll der Widerstandsbeiwert vom Repeller-Generator sein. Die Frage ist nämlich nachher, wie viel Energie sauge ich denn überhaupt raus? Was ist das Optimum? Gleich wird wieder was zu optimieren sein, wie bei Betz. Bei Betz hatten wir auch optimiert. Hier macht man das genauso gleich. Nicht genauso, aber so ähnlich. Die Frage ist, wie viel Leistung ziehe ich jetzt eigentlich mit meinem Repeller aus der Luft raus? Wenn Sie zu viel Leistung rausziehen, ist es offensichtlich schlecht. Wenn Sie zu wenig Leistung rausziehen, ist es offensichtlich schlecht. Wenn Sie null rausziehen, fangen wir es mal so an. Wenn Sie keine Leistung rausziehen, na toll, dann haben Sie keine Leistung. Super, das wollen Sie nicht. Wenn Sie zu viel Leistung rausziehen, werden Sie Ihren Drachen bremsen, was auch naheliegenderweise kontraproduktiv ist. Es wird irgendwann ein Optimum dazwischen geben. Das muss man finden. Deshalb ist hier der CW-Wert vom Repeller getrennt davon. Wir versuchen, den gleich einzustellen. Wir wissen nicht genau, wie viel wir da rausnehmen müssen, wie groß diese Kraft sein sollte. Wir stellen diesen CW-Wert vom Repeller ein. Deshalb ist das hier so getrennt. Das ist ein Trick hier von Herrn... Haben wir ihn von Herrn Lloyd. Wie kriegt man das jetzt ausgerechnet? Damit haben wir die beiden Kräfte hier. Jetzt guckt man sich hier, das ist jetzt ähnlich wie bei der Gleitzahl beim Segelflugzeug, Sie gucken sich diese Skizze hier an und können was über FA und FW und VW und VF und so weiter herausfinden. Wo gibt es hier gleiche Winkel? 90 Grad gibt es gleiche Winkel, wo gibt es hier noch gleiche Winkel in dem Bild? Also es ist dieser Winkel gleich dem Winkel, was man so sieht.
Die resultierende Kraft ist horizontal. Der Fahrtwind ist vertikal. Sie haben hier einen rechten Winkel. Dieser hier ist ein rechter Winkel. Und die Auftriebskraft steht senkrecht auf der Anströmrichtung. Sie haben da einen rechten Winkel. Sie sehen, dass dieser Winkel entsteht, wenn Sie diesen Winkel insgesamt um 90 Grad weiterdrehen. Könnte man das begründen? Also erstmal stellt man fest, dass diese Winkel gleich sind. Und weil diese Winkel gleich sind, kann man jetzt mit Ähnlichkeiten arbeiten. Also Sie können nicht sofort sagen, dass die Verhältnisse gleich sind. Sie müssen sich erst überlegen, dass die Winkel gleich sind. Beachte diese Winkel. Der Winkel ist gleich dem Winkel, wie auch immer. Und damit kriegen wir jetzt Verhältnisse, eine Gleichheit von Verhältnissen. Nämlich, wir können Fahrtwind im Verhältnis zum realen Wind haben, indem wir jetzt einfach in dem anderen Dreieck das entsprechende Verhältnis bilden. Auftriebskraft durch Strömungswiderstand. Wie gesagt, erinnern Sie sich an die Gleitzahl. Das hier war die Gleitzahl, die eine Definition der Gleitzahl, die größer ist als 1. Beim Segelflugzeug kam das ja vor. In welchem Winkel sinkt das Segelflugzeug? Da waren ähnliche Überlegungen. Wir haben dieses Verhältnis. Naja gut, und jetzt können wir hier hinschreiben, was das Verhältnis ist. Sie setzen die Formeln ein, hier oben, die beiden Formeln setzen Sie ein. Und dann stellen Sie fest, oh, das kürzt sich ja alles. Die Bezugsfläche kürzt sich, nicht alles kürzt sich, aber fast alles kürzt sich. Der Staudruck kürzt sich, die Bezugsfläche kürzt sich. Es bleibt oben der Auftriebsbeiwert stehen im Zähler. Und im Nenner haben wir diese Summe hier, diese komische Zerlegung. Der Widerstandsbeiwert für den nackten Drachen und der Widerstandsbeiwert einstellbar, weil wir die Last hoffentlich einstellen können über den Generator. Der einstellbare Widerstandsbeiwert von unserem Repeller. CWG hatte ich den genannt. Dieser Bruch hier, Auftriebsbeiwert durch Widerstandsbeiwert insgesamt, der soll gefälligst sehr viel größer sein als 1. Das ist schon wieder eine Näherung. Ich gehe davon aus, dass der sehr viel größer ist als 1. Dass die Auftriebskraft insgesamt viel größer ist als die Widerstandskraft. Damit kann ich gleich viel einfacher rechnen. Damit haben wir den. Dieser scheinbare Wind, die Anströmgeschwindigkeit hätte ich jetzt es nennen sollen. Die Anströmgeschwindigkeit interessiert mich jetzt als nächstes. Schauen wir das mal gerade daneben. Wie kriegen wir die Anströmgeschwindigkeit? Wie können Sie die ausrechnen? So, da schreit also ganz laut Pythagoras. Die Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck. Das ist also der reale Wind ins Quadrat plus der sozusagen Fahrtwind ins Quadrat. Jetzt kommt ein Trick. Sie sehen, hier, das Verhältnis von diesen beiden Windgeschwindigkeiten, das habe ich jetzt ja schon mit den Widerstands- und Auftriebsbeiwerten ausgedrückt. Ich bastle hier das Verhältnis rein. Die Geschwindigkeit des realen Winds, die ziehe ich raus aus der Wurzel. Also ich schreibe Wurzel und dahinter schreibe ich die Geschwindigkeit VW. Ich ziehe also V Quadrat aus der Wurzel raus, habe hinter der Wurzel nur noch VW. Der erste wird damit zu einer 1 und der zweite hier, aus dem muss ich dieses VW noch rausziehen. Das sieht dann so aus. Ins Quadrat. Eine etwas raffiniertere Umformung. Vielleicht ist es zurück leichter vorzustellen, wenn Sie diese Geschwindigkeit VW in die Wurzel reinhaben wollen, müssen Sie quadrieren. Den ersten Mal VW Quadrat, stimmt. Den zweiten Mal VW Quadrat, VF Quadrat durch VW Quadrat mal VW Quadrat ist VF Quadrat, stimmt. So, und aha, jetzt können wir den hier einsetzen. Schauen Sie sich das an. Jetzt kommt der hier als nächstes. Das Verhältnis kenne ich. Also steht hier, das ist 1 plus Auftriebsbeiwert durch der Widerstandsbeiwert vom nackten Drachen plus der Widerstandsbeiwert vom Repeller, den ich nachher wissen möchte, ins Quadrat und so weiter. Die reale Windgeschwindigkeit. Ich habe jetzt einfach dieses Verhältnis der Windgeschwindigkeiten ausgedrückt mit den Beiwerten. Einfach nur das eingesetzt, was wir da ausgerechnet haben. Jetzt weiß ich aber, dieses Verhältnis, was hier steht, ist eine große Zahl. Stellen Sie sich vor, da steht sowas wie 1 plus 20 ins Quadrat. Was wissen Sie dann über die Wurzel? Was wissen Sie über die Wurzel aus 1 plus 20 ins Quadrat? Genau, die 1 ist vernachlässigbar. 20 ins Quadrat sind 400. Ob Sie da jetzt 1 dazu zählen oder nicht, so what? Die 1 ist egal. Die 1 ist vernachlässigbar. Aber wenn die 1 vernachlässigbar ist, dann ziehe ich die Wurzel hier aus dem Quadrat und dann ist das Quadrat weg. Also hier kriegen Sie mehr oder minder raus. Das ist der Auftriebsbeiwert durch den Widerstandsbeiwert des nackten Drachens plus den Widerstandsbeiwert, den wir verursachen durch unsere Repeller, mal die
reale Windgeschwindigkeit. Sie sehen, wie man sich hier ganz fürchterlich viel in die Tasche lügt. Einfach nur für die Größenordnung. Ich glaube, jetzt habe ich alles beisammen, was ich brauche, um die Leistung auszurechnen. Und die ging es eigentlich mal. Ich will die Kräfte haben, ich will die Geschwindigkeiten haben. Jetzt habe ich das alles unter Kontrolle, jetzt kann ich die Leistung ausrechnen. Offiziell würde man natürlich mit der Leistung anfangen und dann rückwärts arbeiten und sich überlegen, was man alles so braucht für die Leistung. So, die entnommene Leistung. Die nennen wir mal Groß B. Wie kriegen Sie aus solchen Zutaten eine Leistung raus? Also in diesem Spiel, Kraft mal Geschwindigkeit, ich schreibe mal die Geschwindigkeit nach vorne, dann ist es gleich vielleicht etwas hübscher. Geschwindigkeit mal Kraft, in gleiche Richtung natürlich. Arbeit ist Kraft mal Weg in Kraftrichtung. Die Leistung ist Arbeit pro Zeit. Sie teilen das noch durch die Zeit, die Sie brauchen für den Weg. Dann haben Sie Kraft mal Weg in Kraftrichtung pro Zeit, Weg pro Zeit, Geschwindigkeit. So sieht das aus. Geschwindigkeit mal Kraft, aber aufpassen, beide müssen in dieselbe Richtung zeigen. Die dürfen nicht senkrecht zueinander stehen, insbesondere, da ist die Leistung natürlich null. Nebenbei haben wir hier sowas, nicht? Die resultierende Kraft und die Geschwindigkeit. Also aus dieser Kraft hier kriegen Sie keine Leistung. So, die entnommene Leistung ist Geschwindigkeit mal Kraft. Jetzt müssen wir gucken, was ist die Geschwindigkeit und was ist die Kraft? Gehen wir einmal gerade wieder zurück zu diesem Bild. Was ist jetzt die Geschwindigkeit und die Kraft? Beide in die gleiche Richtung oder Gegenrichtung. So, also hier die Anströmgeschwindigkeit mal Strömungswiderstand. Nicht die Auftriebskraft, der wäre senkrecht zu der Geschwindigkeit. Also der Wind kommt, unsere Luft kommt sozusagen mit der Anströmgeschwindigkeit hier an, die eigentlich ein bisschen gefaked ist, aber für die Luft und die Tragfläche fühlt sich das so an. Die Luft kommt aus dieser Richtung an mit der Geschwindigkeit und auf die wirkt die Widerstandskraft. Die beiden habe ich zu multiplizieren. Fast. Der Witz ist ja jetzt, welche Leistung ich elektrisch rausziehen kann. Und jetzt kommt hier diese Unterscheidung. Meine Luft erzeugt eine Widerstandskraft am reinen Drachen. Aber die nutze ich ja elektrisch nicht. Sie erzeugt aber auch eine Widerstandskraft, einen Strömungswiderstand an dem Repeller. Das ist die Kraft, die ich nutze. Also ich nehme mir nicht den gesamten Strömungswiderstand, sondern nur den Strömungswiderstand am Repeller. Das nehme ich als Kraft. Jetzt haben wir alles zusammen. Also ich multipliziere diese Geschwindigkeit, Vs, mit dem Strömungswiderstand, der nur aus dem Repeller kommt. Denn nur den Anteil an Kraft nutze ich. CWG mal ein halb und so weiter. Dann haben wir die Leistung. Also hier steht mal und als Kraft nehme ich den Beiwert hier. Strömungsbeiwert von dem Generator. Ein halb Rho mal Vs ins Quadrat Bezugsfläche. Hier der Strömungswiderstand von oben, aber eben nur der Anteil für den Generator. Der Anteil, der an den Tragflächen als Strömungswiderstand anfällt, der interessiert mich ja nicht, den nutze ich nicht. Ich nutze nur den Anteil, der am Generator anfällt. So kommt das hier zustande und jetzt fasst man so ein bisschen zusammen. Sie sehen hier schon, Geschwindigkeit in der dritten Potenz, alte Bekannte. Ich hole mal dieses 1/2 Rho A nach vorne, 1/2 Rho A. Da können wir Bauart bedingt da nicht mit. Das ist sozusagen die Bauart, in welcher Höhe. Daraus folgt die Dichte. A ist die Art, wie der Drachen gebaut ist. Da möchte man nicht so viel dran rumstellen zur Optimierung. Und dann haben wir hier die dritte Potenz der Anströmgeschwindigkeit mal den Widerstandsbeiwert, der von dem Repeller verursacht wird. Und jetzt geht es hier weiter. Anströmgeschwindigkeit. Wie gut, dass wir alles hatten. Hier kommt jetzt die Anströmgeschwindigkeit. Ich sollte ein Grundezeichen machen. Hier waren ja so einige Grundezeichen. Das verwende ich jetzt. Was ist die Anströmgeschwindigkeit? Da haben wir also 1/2 dichte Bezugsfläche. Hiervon jetzt die dritte Potenz. Also, die dritte Potenz vom Auftriebsbeiwert. Und hier die dritte Potenz vom Widerstandsbeiwert des nackten Drachens plus vom Widerstandsbeiwert, den ich mit dem Repeller erzeuge. Den VW bauen wir auch in die dritte Potenz. Das ist hier VS, ersetzt durch den hier, mal CWG. So sieht es bisher aus. Und jetzt kommt die Optimierung. Ich kann meine entnommene Leistung jetzt berechnen, wenn ich weiß, welchen Anteil mein Repeller denn jetzt eigentlich rauszieht, den optimieren. Die Dichte der Luft, die Größe des Drachens, die
Windgeschwindigkeit, kann ich alle nichts ändern. Das hier möchte ich jetzt optimieren, was da übrig bleibt. Kleine Nebenrechnung, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Kleine Nebenrechnung. Wir gucken uns folgende Funktion an. F von x ist gleich. Das der CWG, dieser Beiwert hier, ist das, was ich optimieren will. CA behandle ich als konstant. Also x durch irgendeine Konstante plus x in die dritte Potenz. So sieht das vom Prinzip aus, was ich da optimieren will. Das CWG, das ist mein x. Das CW ist mein a. CA behandle ich einfach mal als konstant. Ich möchte nur optimieren, wie viel Leistung jetzt mein Generator rausnimmt. Diese Funktion, von der suche ich das x, bei dem sie maximal wird. Sie sehen schon, wenn x gleich 0 ist, kommt 0 raus. Überraschung. Wenn wir keine Last haben auf dem Generator, dann gewinnen wir auch nichts an Leistung. Wenn x sehr groß wird, wenn ich den Repeller stark belaste, wenn das x sehr groß wird, sehen Sie, wird der Nenner hier gewinnen, dritte Potenz, x in der dritten Potenz, die Leistung wird auch klein. Dazwischen wird es irgendwann Optimum geben. Nicht nur ein Optimum, dieser Wert wird maximal werden. Wie bestimmen Sie das? So, ableiten und Null setzen, wie in der Schule. Was ist die Ableitung davon? Quotientenregel. Großer Bruchstrich für die Quotientenregel. Den Nenner will ich quadrieren. A plus x in Klammern hoch 3 ins Quadrat, also hoch 6. Den Nenner will ich quadrieren. Dann die Ableitung des Zählers. Einmal den Nenner. A plus x hoch 3 minus den Zähler stehen lassen mal den Nenner ableiten. 3 mal a plus x ins Quadrat. Jetzt kann ich ein bisschen kürzen. Hier habe ich zwei Faktoren a plus x. Da habe ich unten nur noch 4 Faktoren und hier werde ich 2 los. Und dann steht da, zusammengefasst, ist jetzt ein bisschen zu schnell, denkt ihr zu Hause einmal nach, ist es nicht die Raketentechnik. Hier steht jetzt a plus x minus 3x. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass das 0 wird, und zwar welche? Genau, 2x muss a sein. F' von x ist gleich 0, genau dann, wenn 2x gleich a ist, will sagen, wenn x gleich a halbe ist. Setzen Sie ja a halbe ein, a halbe minus 3a halbe, da haben Sie zum Schluss nur noch 2a halbe, a minus a, da steht 0 durch irgendwas, das ist die einzige Chance, dass es 0 wird. Und das ist offensichtlich ein Maximum und kein Minimum, muss man nicht weiter ausprobieren. Also wir wissen, der optimale Wert hier für unseren Generator ist, dass der den halben Widerstandsbeiwert macht von dem nackten Drachen. Das lernt man damit. Also wähle dieses CWG gleich ein halb den Widerstandsbeiwert vom reinen Drachen. Das ist das Optimum. Das können wir gerade noch zusammenfassen, wenn Sie mir die 2 Minuten noch schenken. Damit kriegt man die offizielle Gleichung. Was können wir rausholen? Wir haben, na, kriege ich das noch auf einen Schirm? Ich hoffe das. Gerade so, wir haben hier 1 halb mal Rho mal A mal CA, der Auftriebsbeiwert hoch 3, da ändert sich nichts dran. Im Nenner steht jetzt CW plus die Hälfte von CW. CW plus die Hälfte von CW, also 3 halbe von CW. 3 halbe von CW in die dritte Potenz, das sind Kopfrechnen 27 Achtel. CW hoch 3. Können Sie mir folgen? CW und die Hälfte davon. CWG ist die Hälfte davon. 3 halbe CW in die dritte Potenz. Haben Sie CW in die dritte Potenz und 3 halbe in die dritte Potenz. 3 in die dritte Potenz ist 27 und 2 in die dritte Potenz ist 8. Die Windgeschwindigkeit in die dritte Potenz. Und hier nochmal CWG, also 1 halb CW. Und noch ein bisschen kürzen und dann haben wir es auch. CW kürze ich gegen einen der CW da unten. Wir können die 8 nach oben holen. Wir teilen im Nenner durch 8. Wenn Sie hier unten die 8 wegnehmen, die 8 nach oben holen. Und dann haben Sie da 8 halbe. Und aus den 8 halben machen Sie 4 Eintel. Alles gerade ein bisschen schnell, rechnet zu Hause einmal nach. Ist alles kein Hexenwerk. Wir kamen es jetzt auf Auftrieb und Strömungswiderstand an und wie man die Leistung ausrechnet. Und dann haben wir da 1 halb Rho mal Bezugsfläche mal 4 27. den Auftriebsbeiwert in die dritte Potenz und den Widerstandsbeiwert des reinen Drachens in die zweite Potenz
mal die Windgeschwindigkeit hoch 3. Das ist sozusagen das Bettsche Gesetz. Dann eben Lloyds Gesetz für Drachen. Da muss man einmal vorsichtig sein, noch letzte Bemerkung dann. Das sieht jetzt ja nach, so nach dem Bettschen Gesetz aus, als ob hier jetzt das der, wie die Bettsche Konstante, der Bettsche Leistungsbeiwert wäre. Wir müssen vorsichtig sein mit dem A. Was ist das A? So, also vorsichtig. A ist hier jetzt nicht, wie bei Betz die durchströmte Fläche. Ich schreibe es wirklich mal zu. Nicht die durchströmte Fläche, das war Betz. Da hatten wir die Rotorkreisfläche. Hier ist es die Fläche der Tragfläche, die Bezugsfläche für den Widerstandsbeiwert. Das sind die Quadratmeter der Tragfläche. Weil der Widerstandsbeiwert für eine Tragfläche und der Auftriebsbeiwert auf die Tragfläche bezogen werden. Also vorsichtig, das sind zwei Paar Schuhe. Bei Betz haben sie eine ganz andere Fläche drin stehen. Sicher ist aber nochmal zurück, weil das ja nochmal wichtig ist hier zum Strömungsbeiwert. Hier, diese Fläche hier, dieses A, ist die Fläche, auf die ich den, nochmals hier, den Auftrieb und den Strömungswiderstand beziehe. Bei der Tragfläche beziehen Sie das auf die Querschnittsfläche der Tragfläche. Beim Auto beziehen Sie das auf die Stirnfläche. Hier sind wir bei der Tragfläche. Also das ist sozusagen die Quadratmeter der Tragfläche von einer Seite. Und nicht, wie bei Betz, die Rotorkreisfläche. Das ist die offizielle Gleichung hier. Wenn der Wind wirklich senkrecht steht, das müssen wir jetzt noch einrechnen, da kommt noch ein Kosinus dazu. Egal, Kleinkram, wir haben auf jeden Fall Auftrieb und Strömungswiderstand wiederholt.